Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu meinem Video aus dem Wochenbett. Ja, ich denke, dass ihr meinen Geburtsbericht bereits gesehen habt. Der müsste jetzt dann online sein. Und ja, wie ihr wisst, habe ich euch leider nicht mit der Kamera mitnehmen können, weil die Geburt, also es ging nachts los. Und ich war mir auch ein bisschen unsicher, ob es jetzt wirklich losgeht oder nicht. Und als es dann wirklich in Gange war, war mir alles andere zumute, als die Kamera rauszuholen. Aber jetzt sind wir schon heute den ersten Tag komplett zu Hause. Oder nee, ich glaube gestern schon. Nee, wir sind heute den zweiten Tag zu Hause. Und nach der Entbindung, also 2 Tage nach der Entbindung, wurde ich ja vom Frauenarzt kontrolliert. Und da hat sich dann herausgestellt, dass ich unten an der Naht vom Dammriss ein Hämatom gebildet hat, vom Durchmesser von 4,5 cm. Und ja, das musste dann ja auch nochmal operiert werden. Und dann musste ich ja noch einen Tag länger im Krankenhaus bleiben. Und da war ich auch schon echt so ein bisschen fix und fertig. Ja, man wird ja auch nicht alle Tage operiert, also zumindest ist es bei mir so. Ich habe da jetzt noch nicht so die Erfahrung mit und ich fand es wirklich nicht so schön. Also mir wurde gesagt, wir müssen das einmal öffnen und alles wieder rausschneiden. Hört sich schon super an, ne? Und ich sollte ab 9 Uhr, also ich habe um 9 Uhr gefrühstückt, dann sollte ich nichts mehr essen und ab 13 Uhr nichts mehr trinken. Und um 15 Uhr sollte es dann losgehen, beziehungsweise ab 15 Uhr würde ich dann in den OP kommen. Und was soll ich euch sagen, es war ja sowieso so heiß im Krankenhaus, also wir waren mit 3 Frauen auf einem Zimmer, wir hatten jeden Abend über 40 Grad in unserem Zimmer, 3 Frauen mit 3 Babys und natürlich hatte jeder auch mal Besuch, also entspannen konnte man denn nicht sonderlich. Ich war einfach froh, dass Melia ziemlich pflegeleicht war, Krankenhaus, dass ich da auf jeden Fall keine Probleme hatte, weil ich ja auch unfassbare Schmerzen hatte untenrum und kaum aufstehen konnte. Aber da Papa ja mit Sohnemann zu Hause war, musste ich mich komplett allein um sie kümmern. Also tagsüber kam meine Mama und auch mein Mann, um mich zu unterstützen. Oh, ja. Aber sonst war ich auf mich allein gestellt. Und ich war einfach nur froh, dass, als wir dieses Krankenhaus verlassen haben. Also es war echt nicht mehr so schön zum Schluss. Ich wollte einfach nur nach Hause. Und jetzt bin ich den zweiten Tag schon zu Hause. Und ich dachte mir, ich starte mal so ein kleines Wochenbett-Video. Wie ihr seht, wir liegen auch gerade im Bett, ne? Und ja, es ist ja einfach so, dass wir Frauen uns nach einer Entbindung erholen sollten. Also das macht nicht jede, aber man sollte es eigentlich schon tun. Ja, und ich dachte mir, ich nehme euch mal durch das reale Wochenbett mit. Denn wenn man so auf Instagram die Bilder anschaut und so weiter, sieht das alles immer total spaßig und witzig aus. Also ich muss sagen, meine Narbe macht mir immer noch sehr zu schaffen. Ohne Schmerzmittel geht es gar nicht. Ich habe gestern mal untenrum gekühlt. Also im Krankenhaus haben sie mir das gar nicht gesagt, nur zum Abschluss die Ärztin, dass man das ja auch kühlen könnte. Und das hat mir wirklich gut geholfen. Und ich habe jetzt gehört, dass man auch Quarkwickel auch untenrum anwenden kann. Also wie bei anderen Wunden sonst auch. Und das werde ich dann auch mal ausprobieren. Und ansonsten ruhe ich mich tatsächlich viel aus. Das habe ich damals im Wochenbett mit Nico nicht getan. Und ich glaube, ich habe 6 bis 8 Wochen danach auch noch Schmerzen gehabt. Also ich konnte da immer noch nicht sitzen. Und damals hatte ich ja wirklich nur einen Dammschnitt 2. Grades. Und danach war alles in Ordnung. Also es ist planmäßig verheilt. Beziehungsweise hatte ich da so riesen Probleme mit dem Milcheinschuss, weil ich davor noch Stilltee getrunken habe und überhaupt nicht darauf vorbereitet war, was mich erwartet. Also ich wusste gar nicht, dass Stillen wehtut. Das hört sich jetzt total naiv an, aber ja, die Brustwarzen sind es ja nicht gewöhnt, dass da Milch durchfließt. Und wenn dann auch noch der Milcheinschuss kommt, ja, dieses Mal hatte ich den Milcheinschuss früher, am 3. Tag. Und da war ich noch im Krankenhaus und ich dachte mir, muss das denn jetzt auch noch im Krankenhaus sein? Aber ich habe dann den Schwestern Bescheid gegeben und habe dann Kühlpacks bekommen. Also ich habe gestillt und danach direkt die Brust gekühlt, damit das alles so ein bisschen abschwellen kann. Und natürlich muss die Brust sich da erstmal wieder dran gewöhnen. Aber wir sind jetzt schon soweit. Letzte Nacht musste ich nicht mehr kühlen und genau, Melia ist jetzt 6 Tage alt und ansonsten schone ich mich wirklich viel. Ich bin noch nicht nach draußen gegangen, spazieren gegangen. Ich bin schon so, ich sag mal, ein Drittel des Tages auf den Beinen, mache so ein bisschen Haushalt, spiele mit Nico und so weiter, aber ansonsten ruhe ich mich tatsächlich so aus und ja, die kleine Babymaus, ja, man sieht
sie hier nicht so? Okay. Liegt da auf meinem Schoß. Ich glaube, sie kriegt jetzt auch langsam Bauchschmerzen. Ich dachte eher, das wäre so ein Jungsproblem, aber. Oh, Mädels haben wohl auch ab und zu mal Bauchweh, ne? Und ich dachte mir, ich zeige euch gleich meinen After-Baby-Body. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich in dem Geburtsbericht erzählt habe oder nicht. Auf jeden Fall hatte ich ja nach der Entbindung unfassbar heftige Nachwehen, noch einen halben Tag lang, und lag nur im Bett und habe tatsächlich nochmal einen Schmerztropf bekommen. Und es war schon kurz vor, vielleicht geben wir ihr noch etwas Härteres, weil es einfach so extrem war mit den Nachwehen. Dadurch, dass die Geburt ja zum Schluss so schnell vorangeschritten ist, ist der Körper auf, keine Ahnung, über 180 geschossen. Dann ist er noch auf dem Level geblieben. Dafür hat sich mein Bauch diesmal auch viel schneller zurückgebildet als bei Nico. Also ja, wir haben jetzt 6 Tage nach der Geburt und dafür ist da echt wenig zu sehen. Ansonsten habe ich, muss mal kurz überlegen, ich glaube 5 Kilo noch drauf. Ich habe ja insgesamt 12 Kilo zugenommen und 7 sind jetzt runter, richtig? Ja. Dann, also 7 Kilo habe ich nach der Geburt verloren und 5 Kilo sind jetzt noch drauf. Finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin noch viel Spaß aus meinem frühen Wochenbettvideo. Also ich denke, ich werde es nur aus den ersten 2 Wochen drehen, weil danach wird es mir wahrscheinlich schon deutlich besser gehen. Und erzähle euch so, wie ich mich und wie die kleine Maus sich so entwickeln. Die kleine Maus hat jetzt auch schon Gewicht, glaube ich, gestern. War das gestern? Ja. Sie hat ja ein Geburtsgewicht von 3075 und wiegt jetzt 3350 oder so, glaube ich. Und ja, ich stille sie natürlich voll, genauso wie auch beim ersten Kind. Und das klappt auch ganz gut und trinkt auch ganz gut. Nur die Bauchschmerzen, glaube ich, fangen jetzt ein bisschen an. Ja, was ist denn, mein Schatz? Was ist denn? Hallöchen, ihr Lieben, aus dem Wochenbett. Heute sind es 8 Tage her, dass Melia zur Welt gekommen ist. Und mir ging es gestern schon das erste Mal wirklich besser untenrum. Ich habe mir ja Quarkwickel gemacht, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Und ich habe das Gefühl, dass sie auf jeden Fall geholfen haben. Ich habe untenrum auch mal gekühlt, ne? Und ja, sonst geht es uns wirklich gut. Die vorletzte Nacht war die reinste Katastrophe. Melia war von 1 Uhr, nee, von 11 Uhr bis 4 Uhr tatsächlich wach die ganze Zeit. Hatte Bauchweh und ich konnte ihr auch nicht wirklich weiterhelfen. Beziehungsweise, ja, habe ich ihr da jetzt noch kein Zäpfchen gegeben, wollte abwarten, wie sich das entwickelt. Und dann die vergangene Nacht hat sie sehr, sehr viel geschlafen. Ich glaube, von 7 oder von 8 Uhr bis 4 Uhr morgens, genau. Und dann hat sie wieder rumgequengelt, hatte wieder Bauchweh. Ich habe sie nachts auf dem Bauch schlafen lassen. Haben uns bei Nico nicht so früh getraut, aber ja, als Zweifach-Mami hat man da mehr so das Gespür, was man sich traut oder was man sich selber zutraut und was nicht. Und das hat wirklich gut geklappt. Sie ist um 4 Uhr erst wach geworden. Und dann habe ich ihr ein Zäpfchen gegeben, und zwar von Vala, diese homöopathischen von Carum K. Warte, Carum Kavi? Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall unten. Die sind wirklich super. Die haben ihr auch super geholfen. Und dann hat sie tatsächlich bis 11:30 weitergeschlafen. Also ich habe sie zwischendurch gestillt, aber sie hat einfach mal weitergeschlafen und sie schläft heute auch unglaublich viel. Und irgendwie macht mir das auch schon wieder Sorgen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass sie, ja, weiß ich nicht, krank wird, an einer neugeborenen Sepsis oder irgendwas erkrankt. Und ja, ich habe heute Vormittag sehr viel getan. Ich war viel auf dem Bein. Wir sind noch nicht spazieren gegangen, aber ich habe den Haushalt gemacht und hier sieht es dementsprechend auch aus. Ich musste nämlich vorhin abbrechen, weil es untenrum wieder zieht und zwackt und ich mich noch erholen muss. Und deswegen ja, liege ich jetzt wieder im Bett, hier mit meiner Wäsche. So sieht das reale Wochenbett aus. Und wie ihr seht, ich laufe auch nur in Hotpants rum. Und ich werde euch später dann auf jeden Fall noch mein After-Baby-Body zeigen. Da habe ich nämlich noch nicht. Auf Instagram habe ich das schon. Ja, ich bin einfach nur fasziniert, was der Körper so leistet, ne? In so kurzer Zeit, das ist einfach hammermäßig. Und mein Bauch ist diesmal auch kleiner als in der letzten, also nach der letzten Entbindung. Ich glaube, das liegt an diesen heftigen Nachwehen. Ja, werde ich euch auf jeden Fall jetzt gleich einmal zeigen. So, ihr Lieben, so laufe ich jetzt in meinem Wochenbett rum, tatsächlich. Das ist mein After-Baby-Body. Also wie ihr seht, ich habe echt fast gar keinen Bauch mehr.
Zeige ich dir mal so auch nochmal von ganz nah und von vorne. Ist natürlich alles noch sehr, sehr weich an der Haut, aber das kenne ich aus der ersten Schwangerschaft. Und die Linie Negra ist auch noch so minimal da. Und mein Bauchnabel ist ja sowieso immer draußen. Also echt hammermäßig, wie wenig Bauch ich nur noch habe. Also ich muss dir sagen, dass ja, ich noch 5 Kilo gerade zusätzlich drauf habe, aber ich finde, man sieht die gar nicht so stark. Also nach der ersten Entbindung war mein Bauch viel mehr vorhanden, viel wabbliger und ja, irgendwie hat sich diesmal alles viel, viel schneller zurückgebildet. Liegt vermutlich an den starken Nachwehen. So kann ich es mir vorstellen. Oder vielleicht auch daran, dass ich mich dieses Mal wirklich viel, viel mehr ausruhe. Und jo, das ist jetzt so der aktuelle Stand. Und ich schaue mal, was so in den nächsten Tagen passiert. Aber ich denke, vom Körper her ist das jetzt erstmal richtig gut. Und ja, mal schauen, wann ich das erstmal spazieren gehen werde. Ich werde auf jeden Fall noch warten, denn ich merke, dass sobald ich etwas mehr auf den Beinen bin, das alles noch nach unten drückt. Und das muss halt alles noch verheilen, ne? Und ich würde sagen, ich melde mich die Tage wieder bei euch. Hallöchen, meine Lieben. Das Frühwochenbett ist jetzt vorbei, ehrlich gesagt. Die Kleine ist jetzt schon 14 Tage alt. Und ich habe einfach vergessen, euch noch so ein bisschen durchs Wochenbett mitzunehmen. Aber ich dachte mir, ich erzähle euch einfach, wie es in der letzten Zeit noch so war. Ja, mir geht es untenrum von Tag zu Tag besser, aber ich muss immer noch zur Nacht in ein Schmerzmittel nehmen. Meine Hebamme meinte aber, die Naht würde sehr gut verheilen. Und es könnte halt noch ein paar Wochen dauern, weil das einfach von innen auch alles zusammenwachsen muss. Und ja, mit dem Stillen klappt bei uns ja wirklich 1A. Ich stille sie halt nach Bedarf. Das heißt, wenn sie 3 Stunden schläft, lasse ich sie 3 Stunden schlafen. Wenn sie nach einer Stunde wieder dran möchte, darf sie auch nach einer Stunde wieder dran. Das ist ja auch mal umstritten, aber so machen wir das. Und Melia nimmt sehr gut zu. Nachts schläft sie ehrlich gesagt nicht so gut, weil sie wirklich Bauchschmerzen hat. Ja, das ist jetzt so, da müssen wir durch. Nico hatte auch Bauchschmerzen. Ja, und sonst von meinen Hormonschwankungen, muss ich sagen, hatte ich 2 Tage, da hatte ich so ein richtiges Tief. Ja, da musste mein Mann nur irgendeinen Pups sagen und dann hätte ich schon anfangen können zu heulen. Oder einfach nur etwas falsch machen müssen. Und da war schon, ja, High Life. Das waren aber zum Glück nur 2 Tage. Und es war wirklich ja, auf die Situation bezogen. Also ich hatte das jetzt nicht, es hatte nichts mit den Kindern zu tun, mit mir, mit meinem Körper oder sonst was, sondern wirklich aus der Situation heraus, wo ich einfach nur genervt davon war. Und ja, da musste ich einfach mal heulen. Ja, mittlerweile geht es mir aber auch schon viel, viel besser. Und wir spielen uns jetzt so langsam als Familie ein. Und ja, schreibt mir doch ganz gerne in die Kommentare, was euch so interessieren würde. Dann würde ich in nächster Zeit Videos dazu drehen. Ich weiß nicht, bezüglich was, Stillen, wie das Leben mit 2 Kindern ist, was ich mir anders vorgestellt habe oder und. Oder schreibt mir auch gerne, ob ihr das Ganze einfach im Vlog verpackt sehen möchtet. Dann würde ich versuchen, in nächster Zeit mal wieder zu vloggen, was nicht einfach ist mit 2 Kindern, denn ab Montag sind wir alleine zu dritt und ich weiß noch nicht so recht, wie ich das managen soll. Einfach, weil ich körperlich noch nicht so fit bin, wie ich gerne wäre. Aber ich habe mich bis jetzt sehr, sehr gut ausgeruht und bin guter Dinge, dass es mir bald besser geht. Ja, und ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben von euch. Und falls ihr mich und meinen Kanal mögt, ein kostenloses Abo. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.